Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Es ist Karottentime. Es ist Karottenzeit. Und was geht denn in diesem Video? Dieses Video? Bitte aufklären, bevor du die scheiß Kamera anmachst. Und was hier in dem Video überhaupt geht. In diesem Video geht... Was soll die Scheiße, Mann? Geht es um die Bulking-Phase, Herr Is. Massephase. Massephase wird eingeleitet. Schaut bei mir auf dem Video erstmal. Das Transformation-Video vom Instagram an. Geht auf Karl S. und schaut da das Transformation-Video an, was der Nico nämlich für meinen Channel nachher schneidet, denn er ist mein Praktikant. Ja? Dann geht ihr auf meinen Channel, seht ihr, was er nämlich jetzt gemacht hat. Definitionsphase, Muskelaufbau und jetzt geht's in den Winter rein. Richtige Massephase! Es wird aufgebaut, Leute! Jetzt Nico, was ist der größte Unterschied zwischen Definitionsphase und Massephase? Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, weil viele denken, man trainiert da irgendwie krass anders oder man... Die Kohlenhydrate. Irgendwas. Im Endeffekt ist das Training eigentlich ähnlich und man verändert hauptsächlich die Ernährung. Ja, ja, aber hauptsächlich... Was hauptsächlich? Die Kohlenhydrate. Es sind eigentlich wirklich hauptsächlich die Carbs, Leute. Also klar, vielleicht verändern sich noch ein bisschen die Fette, die Proteine und so geht vielleicht auch noch einen Ticken hoch, aber die sind doch relativ ähnlich zu der Definitionsphase. Also man hat definitiv, keine Ahnung, wenn du jetzt in der Definitionsphase, vielleicht hatte ich so 350, 400 Carbs, jetzt habe ich halt so 500, ja. Ja. Das heißt also, ich bin jetzt auch mit den Kalorien auf 3,1K hoch, ja. Das heißt, jetzt wird endlich mal aufgebaut. Ich hatte ja nämlich noch nie eine richtig wirkliche Aufbauphase. Ich hatte ja immer dieses, du fährst so die Kalorien, die du am Tag brauchst, baust ein bisschen Muskeln auf. Weil du eben Fett warst, du hast gleichzeitig leicht abgenommen und gleichzeitig Muskeln aufgebaut. Genau. So, aber jetzt soll meine Phase, weil viele haben auch so geschrieben, ja, Nico, hier 9 Monate Training und danach siehst du so aus, das ist ja eigentlich schon fast peinlich, ja. Man muss immer dazu bedenken, ich habe kein einziges Mal in diesen 9 Monaten wirklich gebulkt oder wirklich richtig krank aufgebaut. Das kommt jetzt alles erst mit meiner richtigen Aufbauphase und natürlich dem A2 bzw. F1 fortgeschrittenen Training 360 Grad Paket. Ganz genau so ist es, Leute. So, das heißt also, der Karl würde ich jetzt noch ein paar Sachen erläutern. Wie werde ich jetzt vorgehen, ja? Erstens werdet ihr Folgendes sehen, ja? Ihr werdet sehen, was er bis jetzt gemacht hat, ja? Mit dem A1 und A2 Programm 360. Jetzt wird er seine Kalorien erhöhen. Er wird jetzt vor allem auch von seinem ganzen Wohlbefinden her sich ganz krass verändern, ja? Jetzt werden zum ersten Mal die Gewichte nochmal richtig steigern. Ich meine, du hast ja schon in allen Grundübungen deine Leistungen um 30, 40 Kilo gesteigert. Ja, viel mehr sogar. Viel mehr sogar, ja? Aber jetzt geht er her, wird nochmal viel besser aufbauen, sein Gewicht wird zunehmen und vor allem, er wird jetzt auch trotzdem gleichzeitig nicht viel Fett aufbauen. Vielleicht 2-3% in den nächsten 4-6 Monaten und dann machen wir wieder eine Depri-Phase. Aber er wird jetzt definitiv mal 3-5 Kilo Muskeln draufpacken. Er sagt, 3 Kilo ist jetzt ungefähr so das Ziel, wirklich reine Muskelmasse. Und nehmt mal 3 Kilo Pute, da kann man das wirklich krass sehen. Ja? Mit strukturiertem Trainingsplan, strukturiertem Ernährungsplan, mehr Kalorien. Und das sind im Endeffekt jetzt so die Hauptpunkte. Und natürlich werden auch Supplements dazukommen. Das heißt also, es werden jetzt wirklich Aminos dazukommen, hier und da Kreatin. Booster, Proteinshakes, Kreatin. Also wenn ihr Supplement-Videos haben wollt von Nico, dann schreibt unten rein, dann werden wir das euch alles noch zeigen. Es ist auch einfacher zu definieren, wenn man mehr Muskelmasse hat, richtig? Ja, weil es ist so, mehr Muskeln heißt höherer Grundumsatz, schnellerer Stoffwechsel, ihr verbrennt immer mehr Kalorien. Definitiv, definitiv. Okay, Leute, also passt mal auf. Ich werde mich jetzt nochmal, ich hab's gesagt, es war die Transformation 1.0, als ich dich kennengelernt habe. Ja, und ich habe mir gesagt, nach meinem Urlaub geht die Transformation 2.0 los, in der ich mich nochmal richtig, ich will nochmal richtig krank aufbauen und dann zum nächsten Sommer hin will ich wirklich richtig top aussehen. Und, oder zu, schon zu FIBO hin am besten. Genau, ja. DBFML 2.0, ja. Das heißt, ihr könnt einiges von mir erwarten. Ich gebe wie immer Vollgas. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt die Fragen drunter, verdammt nochmal. Schreibt die Fragen drunter. Check Cards Paket, check Cards in Channel. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bam! Jo Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bam! Ich bin im Aufbau. Ich schaue, was ich hinkriege. Ich hoffe, ihr seid auch am Start. Alkohol für 2014 ist gegessen, Leute. Und ja, also ich bin jetzt im Aufbauen. Ich hoffe, ich kriege einiges hin, aber ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, ich kann euch motivieren. Schaut im letzten Video vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video morgen. Ciao, ciao.